Hallo zusammen, ich bin's wieder, Melanie von Ergoflix, zertifizierte Reha-Trainerin mit dem Schwerpunkt Stütz- und Bewegungsapparat und außerdem Diplom-Personal-Trainerin IST-Studieninstitut. Heute möchte ich dir gerne Übungen mit dem Redondo-Ball Plus zeigen. Dieser Ball hat 38 cm Durchmesser. Du kannst allerdings auch gerne einen kleineren Ball dazu nehmen, das ist genauso effektiv. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Als erstes erkläre ich dir den Sitz. Rutsche einmal auf die vordere Hälfte deines Stuhles. Das Stuhlbein sollte zwischen deinen Beinen sein. Die Beine sind hüftbreit geöffnet, Brustbein ist aufgerichtet, Kopf ist in Verlängerung deiner Wirbelsäule, Bauchnabel ist immer eingezogen, um den Rücken zu entlasten. Oberkörper ist gerade, Schultern fallen leicht nach hinten unten. Jetzt nehme einmal den Ball zwischen deine Knie und dann drücke mal den Ball feste zusammen. Diese Übung trainiert deine Adduktoren, das sind die Beininnenseiten. Und wir starten jetzt als erstes einmal mit Kreisen der Schultermuskulatur. Du selber variierst, wie anstrengend die Übung für dich ist. Du kannst mit dem Bein den Ball ruhig auch ein bisschen fester zusammendrücken. Dann ist das für dich auf jeden Fall ein bisschen effektiver noch. Aber entscheide, was möglich ist und schmerzen sollte es nicht. Du solltest deine Muskeln lediglich spüren. Und dann kreise mal mit der anderen Schulter. Ganz locker. Schön den Ball zusammendrücken. Mit den Knien die ganze Zeit. Wir mobilisieren nun als erstes das Schultergelenk. Gut, jetzt nehmen wir wieder den anderen Arm dazu und mache jetzt mal so ganz kleine Bewegungen, so ganz kleine kreisende Bewegungen. Beweglichkeit fördern im Schultergelenk. Atmen. Und jetzt werd mal ein bisschen größer. Versuch den Arm ein bisschen weiter nach hinten zu schieben. Mach noch 4 Wiederholungen. 3, 2. Jetzt kommt der Rücken auch mit ins Spiel und zwar machst du jetzt eine größere Bewegung und dein Kopf folgt der Hand. Ganz langsam. Dich weit nach hinten schieben. Du spürst jetzt auch, wie der obere Rücken mit eingesetzt ist. Zwischen den Schulterblättern zieht es ein bisschen. Solltest du zwischendurch Probleme haben im Schultergelenk, kannst du auch den Arm nicht ganz so weit nach hinten schieben und versuchen ein bisschen mehr im vorderen Bereich zu bleiben, aber nach Möglichkeit sollte der Blick der Hand folgen. Und 4 Wiederholungen noch. Schön weit nach hinten schieben. Beine drücken, den Ball zusammen weiterhin. 2 noch. Und ein letztes Mal. Die andere Seite. Wir fangen wieder mit kleinen Bewegungen an. Denk immer an den aufrechten Sitz. Schön gerade sitzen, Brust raus, Bauch rein. Und es geht weiter. Wieder leichte, kreisende Bewegung. Und jetzt wirst du wieder etwas größer. Blick bleibt noch nach vorne gerichtet. Noch 4 Wiederholungen. Denk an deine Beine, schön zusammendrücken. Wenn du zwischendurch merkst, dass deine Arme
schwer werden, kannst du die natürlich jederzeit auch mal kurz ablegen, aber dann versuch weiterzumachen. Und jetzt werd ein bisschen größer. Und schau nach hinten. Schau der Hand nach. Schön weit nach hinten schieben, so weit wie es für dich möglich und machbar ist. Auch deine Beine dürfen zwischendurch mal entlasten, also dass du dann zwischendurch den Druck ein bisschen unterbrichst, wenn es zu schwer wird. Aber dann versuch wieder feste mit den Beinen zusammenzudrücken. Und noch 4 Wiederholungen. 3. 2. Und ein letztes Mal und locker nochmal deine Schultern schön durch. So, die nächste Übung trainiert den gesamten Rückenstrecker. Dazu nimmst du einmal den Ball in beide Hände und jetzt schiebst du den Ball mal über deinen Kopf und jetzt lass mal so die Wirbelsäule nach hinten fallen, so rund werden. Und dann richtest du dich gerade wieder auf. Mach dich richtig lang, streck dich so weit wie möglich nach oben, um alles schön durchzudehnen. Und wieder rund werden, Mobilisation, Wirbelsäule. Und wieder lang ausstrecken, so lang wie möglich. Ja, ich muss mich auch immer wieder daran erinnern, dass ich gleichmäßig ein- und ausatme, denn wenn man das nicht macht während der Übung, steigt der Blutdruck und das ist nicht so gut. Also versuch schön gleichmäßig immer weiter zu atmen. Ausatmen. Einatmen. Und nochmal, noch 4 Wiederholungen. 2 noch. 1 letztes Mal. Also ich merke meine Schulterblätter schon gut, die Arme auch, den Rücken auch. Ich hoffe, du auch. So, jetzt geht es weiter mit der liegenden 8, aber vorher darfst du dich mal kurz entlasten. Und dazu legst du dich mal so kurz auf den Ball und lässt mal die Beine so ein bisschen baumeln. Die Arme so ein bisschen baumeln. Die Beine stehen ja. Gut, dann richte dich gerade wieder auf. Und jetzt geht es weiter mit der liegenden 8. Halte den Ball in beide Hände und dein Oberkörper, der geht jetzt ein bisschen mit. Versuch das mal erst so ganz langsam zu machen. Ganz langsam Tempo. Ja, viele tun sich schwer damit, die liegende 8 zu zeichnen, ist ja nicht so schlimm. Wichtig ist im Endeffekt, dass sich deine Arme bewegen, so ein bisschen rotieren, um das Schultergelenk zu mobilisieren. Und jetzt versuch mal ein bisschen schneller zu werden. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber meine Arme brauchen jetzt gleich eine Pause, glaube ich. Und ich komme heute gut ins Schwitzen. Draußen haben wir 26 Grad. Ist ziemlich warm heute. Und damit hast du es geschafft. Pause. Als nächstes nimmst du einmal den Redondo-Ball auf Schulterhöhe nach oben und drückst den Ball mal mit beiden Händen zusammen. Diese Übung ist gut für deine Beweglichkeit der Schulterblätter. Diese sind wichtig für deine Armbewegung. Und jetzt drehe einmal den Ball.
Fang erst langsam an. Dann halte wieder und drücke. Hier kommt jetzt wieder die Brustmuskulatur mit ins Spiel. Merkst du sicherlich. Und jetzt wieder Beweglichkeit, Schulterblätter. Drehen. Versuch auch so ein bisschen den Ball weiterhin zusammenzudrücken. Ein Arm sollte immer auf Schulterhöhe bleiben während der Übung. Dann nochmal halten und nochmal drücken. Und wieder drehen. Du darfst auch, wenn du kannst, gerne ein bisschen schneller werden. Und nun gönn dir mal eine kleine Pause. Leg dich nochmal auf den Ball auf. Und damit starten wir ja auch gleich mit der nächsten Übung. Lass mal die Hände so ein bisschen baumeln, ein bisschen auslockern. Atme nochmal tief durch. Und jetzt geht's weiter mit dem Latzug für den oberen Rücken. Dazu schiebst du einmal deine Arme nach oben im 90-Grad-Winkel. Kopf bleibt in Verlängerung deiner Wirbelsäule. Und jetzt versuch mal, die Ellenbogen so weit wie möglich nach hinten zu schieben. Und deine Schulterblätter zusammenzuführen. Stell dir vor, das, was zwischen deinen Schulterblättern, was du so ein bisschen zusammenquetschen möchtest, dann merkst du die Übung besonders effektiv im Rücken. Jetzt mach deine Arme mal lang. Daumen zeigen nach oben. Ellenbogen sind minimal gebeugt. Und dann schiebe Arme so weit wie möglich wieder nach hinten und führe die Schulterblätter auch hier wieder zusammen. Und dann wieder hoch, 90 Grad, wieder schön weit nach hinten. Oberkörper darf liegen bleiben auf dem Ball. Noch 4, 3, 2 und ein letztes Mal Arme nochmal lang. Du kannst natürlich auch, wenn es gar nicht geht, zwischendurch immer wieder ein bisschen pausieren. Ne? Das ist überhaupt gar kein Problem. Versuch dann nur auch wieder einzusteigen. 4 noch. 3. 2. Letztes Mal. Und dann leg dich nochmal auf den Ball und lass die Arme nochmal schön baumeln und entspann dich nochmal ein bisschen. Nun werden deine schrägen Bauchmuskeln trainiert. Du setzt dich gerade hin, Beine sind wieder hüftbreit geöffnet, nehme einmal den Ball auf Schulterhöhe, lehne den Oberkörper, wenn du kannst, minimal nach hinten, achte auf Bauchspannung und jetzt schieb mal den Ball zur Seite raus. Wir fangen erst ganz langsam an. Du kannst den Ball auch ruhig feste zusammendrücken, dann arbeiten die Arme auch nochmal schön mit. Mal gut für die Schultermuskulatur, für den Bizeps und für den Trizeps, wobei hier mehr der Bizeps trainiert wird. Und wenn du kannst, ruhig ein bisschen schneller. Beweglichkeit fördern. Folgt dem Ball. Wer jetzt möchte, darf sich noch weiter nach hinten lehnen. Falls du aber Beschwerden im Bereich der Lendenwirbelsäule haben solltest bei der Übung, bleib ruhig auch gerade sitzen oder nicht ganz so schräg. Jetzt nimmst du einmal die Arme
lang nach oben. Jetzt wird nochmal der Rückenstrecker trainiert. Du öffnest deine Beine ruhig ein bisschen weiter. So hast du einfach auch etwas mehr Halt auf dem Ball. Arme sind neben deinen Ohren, Bauch ist fest. Und jetzt schiebst du deinen Oberkörper vor und richtest dich langsam wieder auf. Wir variieren gleich. Vier Wiederholungen noch. Drei noch. Zwei noch. Und ein letztes Mal. Und jetzt variieren wir. Du ziehst ran, bleibst hier, richtest dich auf, schiebst einmal den Ball weit nach oben. Kopf bleibt schön in Verlängerung Wirbelsäule. Und wieder. Ranziehen, aufrichten, lang ausstrecken und wieder ranziehen, lang ausstrecken, ranziehen, lang ausstrecken. Dehnend, beweglichkeitsfördernd, muskelaufbauend. Zwei Wiederholungen noch. Okay, super. Als nächstes trainierst du einmal deine Rumpfkraft, deinen Beckenboden und auch deine Armkraft. Setz dich dazu ganz gerade hin. Beine sind wieder hüftbreit geöffnet. Und jetzt schiebst du den Ball gegen den Oberschenkel. Und jetzt mach mal so kleine Druckbewegungen, ganz kleine Druckbewegungen. Spürst jetzt die kleinen Wirbelkörper in deinem Rücken, wie die arbeiten und die Stabilisatoren, die dich aufrecht halten. Mach ruhig etwas schnellere Bewegungen, wenn du kannst. Aber muss man noch ein bisschen aufpassen, dass der Ball nicht wegrutscht. Wieder ein bisschen langsamer. Drücken, kurz halten, dann wieder lösen. Drücken, kurz halten, dann wieder lösen. Okay, und dann wechsel mal die Seite. Feste Gegendrücken, aufrichter Sitz, denk immer dran, Kopf, Verlängerung, Wirbelsäule, Bauch ist fest. Und dann wieder drücken und lösen, drücken und lösen. Und dann auch wieder die etwas kleineren, etwas schneller, feste Gegendrücken. Wieder ein bisschen kleiner werden, langsamer werden, halten, lösen, wieder drücken, halten, lösen, nochmal drücken. Lösen und ein letztes Mal. Wir beenden wie immer unsere Trainingseinheit mit einem Stretching. Das Stretching ist wichtig für Muskeln, Sehnen und Bänder, um diese zu dehnen und elastisch zu halten. Für das Stretching heute nehme ich den Redondo Ball Plus dazu. Wie schon gerade im Video gesehen, legst du dich einmal auf den Ball und lässt deine Arme mal locker baumeln als erstes. Jetzt kannst du mal so ganz leichte, schöne, wippende Bewegungen machen. Das entlastet deine Rückenmuskulatur. Du merkst, wie die Muskeln sich da jetzt so ein bisschen lockern und lösen in dem Bereich, wo sie jetzt gerade trainiert wurden. Atmung fließt gleichmäßig dabei. Ach, das könnte ich jetzt stundenlang so weitermachen. Das ist eine richtig schöne Übung, muss ich wirklich sagen. Ich
Ich hoffe, dir geht's genauso. So, jetzt nimmst du einmal deine Arme hinter deinen Rücken, bleibst auf dem Ball liegen und dann schiebst du jetzt mal deine Arme so weit wie möglich nach oben und du führst die Schulterblätter zusammen und jetzt versuch mal zu halten. Wenn du kannst, schieb die Arme gerne noch ein bisschen weiter hoch. Dann merkst du die Dehnung noch ein bisschen mehr im Bereich deiner Wirbelsäule. Und dann lass die Arme mal nach vorne fallen und umarm mal den Ball. Jetzt schieb mal die Hand nach oben raus und versuch mal die Hand so weit wie möglich nach hinten zu schieben. Und schau der Hand mal nach. Sollte es unangenehm sein, kannst du aber auch den Kopf vorne lassen. Das ist überhaupt kein Problem. Die Übung dehnt deine Schultermuskulatur, die Armmuskulatur. Dann komm mal langsam wieder zurück. Arm den Ball wieder mit einer Hand und dann schiebst du den anderen Arm schön weit nach hinten und schaust nach. Du wirst sicherlich feststellen, dass du mit einem Arm weiter nach hinten kommst als mit dem anderen Arm. Das ist völlig normal, denn wir haben nochmal zwei unterschiedliche Seiten. Eine Seite ist immer etwas stärker ausgeprägt als die andere. Das hängt damit zusammen, ob du jetzt Rechts- oder Linkshänder bist. Dementsprechend ist die Beweglichkeit in einer Seite immer besser als in der anderen. Gut, dann lass dich nochmal so auf den Ball fallen. Kurze Entspannung, nochmal so leicht wippen. Und zum Schluss machen wir jetzt noch eine Nackendehnung. Du legst mal die Hände auf den Ball, ganz gelöst und entspannt. Und jetzt schiebst du einmal deinen Kopf nach unten. Und schiebst den dann so ganz langsam zur Seite, Richtung Brustbein. Am Brustbein angekommen, machst du jetzt mal so kleine nickende Bewegungen mit dem Kopf, aber wirklich bitte nur ganz vorsichtig. Nackenmuskulatur ist ziemlich empfindlich. Also ich merke jetzt hier in dem Bereich gut die Dehnung, ich hoffe du auch. Halte nochmal. Dann kommen wir mal zurück. Kinn Richtung Brustbein. Schieb das Kinn jetzt noch tiefer nach unten. Halte. Und mache wieder so kleine nickende Bewegungen. Wirklich minimale Bewegungen. Dann richte dich gerade wieder auf. Ja, damit hast du diese Trainingseinheit für heute geschafft. Ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht. Dann klick auf den Daumen nach oben oder abonniere unseren Kanal. So verpasst du kein Video mehr. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon.